Okay, Leute. Achtes Training, zweite Woche, Dreierwoche, Kreuzheben ist dran. Danach gibt es dann noch ja, Koch-Action. Die Alexa macht mal irgendein ja, typisches polnisches Gericht, freue ich mich schon drauf, wird sich ordentlich vollgefuttert und ja, ist vielleicht für euch auch interessant. Ich kann auch was lernen, also kochen bin ich ja nicht so der Master. Ich mache einfach immer meistens nur einen Topf, ansonsten hole ich mir irgendwas. Ja, das steht an. Kreuzheben, Gewicht für Dreierwiederholungen austesten. Letztes Mal war ich ein bisschen überrascht. 180 wollte ich probieren für 5 und es ging 9. Wenn das jetzt gut läuft, dann nächste Woche nochmal einen größeren Schritt machen für die Einerwiederholung. Ja, wir werden sehen. Also Training, dann Kochen, Vollfuttern. Viel Spaß dabei. Zugenommen habe ich jetzt ca. 7 Kilo schon. Ich bin selber ein bisschen überrascht, aber wie gesagt, ich war vorher wahrscheinlich einfach extrem ausgetrocknet, habe wieder Kreatin genommen, viel Wasser gezogen. Das ging auf jeden Fall sehr schnell, das habe ich gemerkt. Hat mir auch Kraft gegeben und ist jetzt eine gute Basis, eben ja, mit Wasser, Nährstoffen versorgt zu sein, um eben möglichst schnell auch Muskulatur zu gewinnen und kein Fett. Also wie gesagt, 7 Kilo und wirklich Fett ist nicht unbedingt dabei. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber ich weiß nicht, also eigentlich fast nichts. Wenn man mal wieder richtig anfängt und der Jojo-Effekt, beziehungsweise der Memory-Effekt, der haut halt auf jeden Fall gut rein und das will ich hier auch weitergeben. Also, dass ihr seht, wie schnell man wieder in Form kommt, wenn man sich wirklich anstrengt und im Moment konzentriere ich mich eben hauptsächlich aufs Training, da wirklich wieder vorwärts zu kommen, in die alte Form zu kommen und ja, leg da den Fokus drauf. Deswegen kommen die Videos auch ein bisschen später. Eigentlich müsste ich vier die Woche ballern, aber mit dem Schneiden ist ein bisschen schwierig. Vielleicht kriege ich demnächst wieder ein bisschen Hilfe. Auf jeden Fall ist alles abgefilmt und es kommt nach und nach. Also es geht kein Training verloren. Die Fortschritte werdet ihr auf jeden Fall mitverfolgen können, auch wenn die Videos vielleicht ein bisschen zeitversetzt kommen. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand, wir waren schon am See. Okay, jetzt geht's los. Ja, weiter in Masse aufbauen. Ich nehme euch mit, wie es bei mir vorwärts geht, was ich für Fehler mache, was auch immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare, dann beantworte ich die immer im Vlog.
Okay, Leute, wie gesagt, wir kochen jetzt gerade, also wir fangen gerade an. Und ja, da draußen machen die auch irgendeine Action, ich weiß gar nicht, was die machen, aber auf jeden Fall, heute ist Montagabend und die Kirche ist komplett rot beleuchtet irgendwie. Okay, Leute, Training ist fertig, jetzt machen wir Bigos. Also ich kann das nicht, die Alexa macht das, die Alexa bringt mir das bei, polnisches Gericht. Und ja, ihr könnt wahrscheinlich auch was lernen. Also, ich habe auch sau Hunger. Das haben wir alles drin. Zwiebeln, Sauerkraut, Würstchen, Schweinefleisch. Das kommt gleich, also Pfeffer. Oh, halt. Okay, Leute, war sehr lecker. Und wenn ihr bis hier noch dran wart, freut es mich auf jeden Fall. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Supportet mich ein bisschen, teilen, liken, abonnieren. Ihr wisst, wie das funktioniert. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Au!